Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stumble Gaming. Und heute spielen wir da wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Minecraft. Ich meinte Euro Truck Simulator 2. Minecraft drehe ich wahrscheinlich morgen. Denn Leute, wir fahren heute von Rostock nach Rostock. Wer hätte es gedacht? 3 Kilometer, um genau zu sein. Gucken natürlich, dass wir auch dann noch andere Aufträge nehmen. Du hast noch eine Lieferung am Laufen, schließt es ab. Oha, ich habe anscheinend noch eine laufen. Dann machen wir diese doch. Von Bremen nach Osnabrück. Seit wann habe ich denn den Auftrag angenommen, Leute? Wisst ihr das? Also ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, aber ist auch nicht so schlimm. Dann machen wir das einfach so. So. Okay, wir fahren los. Ah ja, stimmt, ich bin da ja letztens hingefahren. Ne, ich wollte es nicht absatteln. Auf geht's. Dim, 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 dim. Lass uns loslegen. Let's go. So. Ich habe ja letztens hier mit meinem Gefährt, das ist ja mein Auto hier, mein Auto sag ich schon, mein LKW. Biege nach rechts ab. Diese Vibration von diesem LKW, von diesem Lenkrad ist auch kaputt. Komme ich hier rum? Ja, sollte funktionieren. So. Also fahren wir anscheinend doch nicht nach Rostock, sondern nach Osnabrück. Okay. Zwiebeln liefern wir. Wer braucht denn hier so viele Zwiebeln? Warum kommt dieser Pack schon wieder nicht aus dem Arsch? Aus dem Bau. Oh. Ich hab doch schon einen mit 16 Gang. Immer geradeaus. Hallo, kann's auch grüner werden, bitte, please? Please, werd grün. Und ich bin auch ein bisschen krank, also bitte nicht wundern, dass ich immer noch so huste. Ich muss mal kurz das Mikrofon etwas weiter vor mir machen. So, jetzt könnt ihr mich hören. Perfekt, perfekt, perfekt. So, wir fahren ziemlich langsam mit diesem Teil. Demnächst links abbiegen. Schon geil, dass hier diese LKWs sogar schon Spiegel drinne haben, nicht mehr draußen. Viel zu früh abgebremst. Ja, und dann, wenn ich bremse, wird's grün. Ja, moin. So. Komme ich hier rum? Ja. Es fühlt sich so an, als wäre ich langsam. Meine Güte. So. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Nee, Ampel, das genehmige ich nicht. Ich fahre jetzt drüber. Ist mir egal. Biege nach rechts ab. Egal. Ich darf ich fahren jetzt nur noch. Leute, ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ich später ein Auto habe, soll ich euch das zeigen? Also ich hätte schon Bock, euch so einen Vlog zu machen, wo ich einfach mal zeige, wo ich einfach mir ein Auto gekauft habe. Wäre doch schon was Nices eigentlich. Ja, okay, dann müsste es auch mit der Zeit stimmen. Aber ja. Was ist das da für ein LKW? Ist das Feuerwehr oder was? Bisschen so aus. Mann, Mann, Mann.
Ich habe halt einfach Geburtstag schon. Einfach bald schon wieder Geburtstag. Auch nice. Kann ich endlich auch mal woanders arbeiten. Also wahrscheinlich verdiene ich dann dort auch mehr als bei der Zeitung, wo ich jetzt arbeite. Und bei einem anderen Job, wo ich arbeite. Also ist das auf jeden Fall nice. Ich sag mal so, wenn das Geld stimmt, dann, dann wechsle ich dahin. Aber erstmal tue ich dann halt noch Zeitung austragen. Bis das dann alles mit diesem Job funktioniert. Genau. So, gestern war für euch Sonntag, aber für mich ist es Samstag gewesen gestern. Und da habe ich halt, oder da war ich halt arbeiten und habe diesmal noch eine Vertretung gemacht. Das heißt, ich habe dann doppeltes Geld praktisch, was ich eigentlich normalerweise dann nicht kriege. Ja, und das könnte sich dann auch mal reingegönnt werden, ne? Genau. Warum ist das hier so stauig? Dies fahren sie schneller, ich will hier links rein. Danke. So. Die Vibration von diesem Lenkrad, ne? Also, ich bin froh, wenn ich einen neuen Job habe. Weil dann kann ich mir auch endlich ein bisschen mehr Sachen leisten. Sodass ich dann auch ja, mehr Geld habe. Ich muss hier rechts rein. So. Jetzt mal auch mal bremsen so. Ne, weil dann will ich mir auf jeden Fall jeden Fall, Chat, will ich mir, Chat, sage ich schon. Leute, will ich mir auf jeden Fall einen neuen Lenkrad holen. Wenn ich dann mehr Geld verdiene. Dann ist es einfach geiler. Und wahrscheinlich mache ich dann auch meinen Führerschein. Oder so. Mal gucken. Biege nach links ab. Aber ja, mal gucken, ne? Also, vielleicht mache ich dann auch noch meinen Rollerführerschein. Das weiß ich aber noch nicht. Erstmal will ich ja so erstmal gucken, dass ich mir das kaufen kann, was ich mir halt kaufen will. Ne? Spare nämlich gerade auch wieder Geld. Musste aber leider ein bisschen Geld wieder ausgeben, weil mein Fahrrad kaputt ist. Beziehungsweise gewesen ist. Und ja, da muss ich ein bisschen Geld investieren, damit ich damit wieder rumfahren kann. Deswegen. Aber ja. Oder ich spare halt das Geld dann einfach zusammen für den Autoführerschein direkt. Ach stimmt, warum sage ich den Rollerführerschein? Ich will ja den Autoführerschein machen. Biege nach rechts ab. So. Perfekt. Sind jetzt schon in Osnabrück angekommen, tatsächlich. Boah, dieser Husten, der geht auch wirklich einen auf den Piss. Hab mir extra Hustensaft genommen. Aber ja, gut. Ist auch irgendwie logisch, dass dann der Husten ja auch rauskommt. Hätte ich mal nach dem Video drehen nehmen müssen. Zweite Ausfahrt nehmen. Was ist denn hier los? Na, anstatt der fährt, nee, der bleibt stehen. Erstmal die Polizei hier anhupen. So. Nee, es ist tatsächlich noch grün. Also, ich habe da jetzt keine rote Farbe oder sowas gesehen. Auf jeden Fall will ich mit 16,5 ungefähr den Autoführerschein machen. Dass ich praktisch begleitetes Fahren mit 17 habe. Und mit 18 kann ich mir dann
halt den, also habe ich dann halt schon den Führerschein, Autoführerschein, und muss dann halt eben nur den Führerschein dann für 18 holen, abholen, und dann passt es. Also im Prinzip habe ich dann den Führerschein schon fertig. Und das ist dann nice. Weil die Wie Theorie möchte kann man das? praktisch schon mit 16,5 machen. Dann einen Monat davor, also einen Monat vor Nichts den mehr. 17. Geburtstag, kann ich dann. Sie sind am Ziel Oh, ich bin angekommen. Die vorbeigefahren. Mit Etappenführung ist damit abgeschlossen. 17. Also einen Monat bevor ich 17 werde, kann ich dann die theoretische Prüfung machen, glaube ich. Und ja, praktische Prüfung. Ne, die praktische Prüfung, glaube ich. Oder? Ach, keine Ahnung, muss ich nochmal lesen. Wir können tatsächlich nur das machen. Dann machen wir auch nur das. Aber ich komme hier so schlecht rein. So, noch ein bisschen. Zack. Ja, könnte funktionieren. Ja. Egal, komm. Ah, let's go. Ja, wir sind fast Level 313. Fortfahren. Okay, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Das würde mich sehr freuen. Ja, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Feeling the show, and